Damit du in Biomutant die Trophäe Nautica ganz easy erhalten kannst, musst du einfach nur über die drei unterschiedlichen Gewässertypen mit dem Glippergleiter drüber fahren. Das hört sich easy an, allerdings musst du dafür die einzelnen Motorstufen auch haben. Es ist nämlich so, beim blauen Gewässer, da reicht dir die Motorstufe 1, im grünen Gewässer die 2, aber hier in dem rötlichen Gewässer brauchst du Motorstufe 3 und wenn du das ausgerüstet hast am Glippergleiter, dann kriegst du auch ganz easy die Trophäe Nautica, wenn du einmal durch alle drei gefahren bist. Und als Location bietet sich das Ganze einmal an, hier an dem Punkt auf der Map, den ich dir jetzt einmal zeige. Dort siehst du nämlich, sind alle drei Gewässertypen sehr eng beisammen und du fährst einfach nur einmal da durch und dann hast du diese Trophäe auch ganz sicher. Du musst, wie gesagt, einfach nur aufpassen, dass der Glippergleiter die notwendige Motorstufe hat. Hier habe ich den Turbino ausgestattet, das ist die Stufe 3. Das wirst du im Rahmen von der Questreihe bzw. um die Sammelobjekte rund um den Glippergleiter auch ganz easy bekommen. Ich hoffe, das Video hat dir an der Stelle weitergeholfen. Du hast die Trophäe auch erhalten können. Wenn du weitere Guides rund um Biomutant suchst, dann schau mal unten in der Videobeschreibung. Ist ein Link zur Playlist rund um den Platin-Guide zu Biomutant. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. In diesem Sinne, hau rein und mach's gut.